Hallo meine lieben YouTube-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ein Reaktionsvideo auf einen Video-YouTube-Vorschlag, den ich bekommen habe. Guide, also das bedeutet auf Deutsch so viel wie Hilfestellung. So macht Markus 42.000 Euro auf der Vertriebsoffensive. Nur ganz kurz zur Information. Vertriebsoffensive habe ich recherchiert. Es ist irgendwie so ein Event, so ein Live-Event, also wo quasi das live stattfindet, wo, glaube ich, mehrere tausend Leute zusammenkommen und dort über Vertrieb diskutieren oder so ähnlich, ja. Und auf diesem Event, also es ist so eine Art Messe, ja, kann man sich so vorstellen, oder Show oder Event oder was auch immer, dieses Vertriebsoffensive, und da hat Markus 240.000 Euro Umsatz, ja, Umsatz, sagt man, hier steht hier, ja, gemacht. Und das ist natürlich schon sehr viel Geld, und da schauen wir mal rein, was das genau ist. Maximalen Umsatz für dich selbst als Selbstständiger herausholst. Willkommen bei diesem YouTube-Video. Mein Name ist Markus Baulig und ich möchte dir heute so einen kleinen Guide quasi mitgeben, ein kleines How-to, wie man vorgehen muss, wenn man auf einem Event wie zum Beispiel der Vertriebsoffensive unterwegs ist. Denn am Wochenende findet dieses Event wieder statt. Dort werden tausende Selbstständige unterwegs sein, hoffentlich zumindest. Und du hast natürlich die Möglichkeit, wenn du im Business-Bereich unterwegs bist oder aber auch wenn du im B2C-Markt unterwegs bist, dort potenzielle Kundinnen und Kunden für dich selbst zu finden. Natürlich weißt du vielleicht gar nicht, wie du dabei vorgehen musst, und deswegen möchte ich einfach in diesem Video einmal ausführlichst erklären. Warum kann ich dir das eigentlich erzählen? Naja, ich bin selbst schon sehr, sehr viel auf Events unterwegs gewesen, habe natürlich auch viele, viele Interessenten im persönlichen Kontakt auf Events kennengelernt, konnte sie überzeugen, und deswegen möchte ich darüber sprechen, wie spreche ich überhaupt eine Person an, ja, wie mache ich das Ganze, wie muss ich vielleicht auch auftreten für meinen Markt und für meine Zielgruppe, um Menschen auch zu überzeugen, wie führe ich denn dann ein Gespräch und ja, wie schätze ich eigentlich richtig ein, wie ich jetzt vorgehen sollte, was ist so die allgemeine Strategie, die man auf einem Event haben sollte. Und darum soll es heute gehen, insbesondere am Beispiel der Vertriebsoffensive, weil da war ich halt in der Vergangenheit sehr, sehr oft und das hat wunderbar funktioniert. Warum ich dieses Wissen jetzt rausgebe, fragst du dich sicherlich, und naja, es hat einen ganz bestimmten Grund. Wir selbst waren natürlich immer sehr, sehr häufig auf dieser Vertriebsoffensive unterwegs, und in 2020 ergab sich eine Situation, die mich leider sehr, sehr enttäuscht hat, und zwar wurden mein Bruder Andreas und ich einfach von dem Event ausgeschlossen. Das heißt, wir haben gesagt bekommen, hey, wir möchten nicht mehr, dass ihr kommt, wir wollen nicht mehr, dass ihr hier auftaucht, weil ihr einfach eure Präsenz zu gefährlich ist. Der Hintergrund war, wir haben auf dem Event selbst irgendwie 240.000 Euro abgeschlossen im Umsatz, und das war tatsächlich mehr, als der Veranstalter selbst abgeschlossen hat bei diesem Event, und das hat ihn anscheinend mächtig, sage ich mal, aufgeregt. Was mich extrem enttäuscht hat persönlich, weil ich eigentlich dachte, dass man zum einen natürlich immer kommuniziert, hey, man gönnt allen anderen Menschen ihren Erfolg und man will andere Menschen wachsen sehen, was aber irgendwie anscheinend dann doch nicht der Fall gewesen ist in diesem konkreten Beispiel, sonst wären wir natürlich nicht ausgeschlossen worden. Aber was mich noch viel mehr enttäuscht hat, war natürlich, dass ich alleine mehr Umsatz generiert habe als ein gesamtes Vertriebsteam. Ja, das, obwohl ich nur als Gast unterwegs war. Umso besser aber für dich, weil ich möchte dieses Wissen natürlich jetzt teilen. Ich kann ja wirklich nicht hingehen und jetzt einfach dieses Know-how, ja, was ja so genial ist anscheinend, weil sonst wäre das ja nicht so passiert, einfach versauern lassen, ne? Du möchtest natürlich, nehme ich mal an, als Zuschauer natürlich auch davon profitieren. Und ich habe mir so als persönliches Ziel gesetzt, hey, wenn ich selbst nicht hingehen kann und den Umsatz generieren kann, ja, und das selber nicht aus eigener, also selber nicht auftauchen darf, dann müssen es halt andere Menschen machen. Und wer ist da besser geeignet als alle Menschen im Internet, ja, du zum Beispiel. Und deswegen möchte ich dir das einmal an dieser Stelle erklären. Das heißt, wie du auf Events maximal. Okay, ich habe es jetzt mal ziemlich lang laufen lassen. Also, das ist also wie gesagt ein Event. Da lag ich schon mal richtig. Zweitens, es ist wahrscheinlich definitiv eine große Summe gewesen, sogar so groß, dass dann er aus der Veranstaltung ausgeschlossen wurde, weil er letztendlich Kunden geklaut hat, sozusagen. Also das ist so die Schlussfolgerung, die ich halt hier rausziehen würde. Ansonsten wäre es ja nicht so passiert, wie es passiert ist. Ja.
Das wäre ungefähr so, wenn ich jetzt halt zur All for One, also All for One kreiert eine Show, also die großen Systemhäuser, SAP-Systemhäuser machen häufig dedizierte Veranstaltungen, da nehmen die eine Menge Geld in die Hand, ja, mit Ständen, mit meine Schwester, meine Nichte ist ja quasi, studiert ja quasi aktuell ihr zweites Studium und macht dort Eventmanagement, ja, also ein Master. Und dort ist sie also jedes Wochenende auf irgendwelchen Events und arbeitet überall damit und die bringt uns dann immer irgendwelche Ausschussware mit nach Hause und also was weiß ich alles für Zeug, ja. Und da sieht man mal, was die da investieren an Material und so weiter in diese Events, ja. Und wenn jetzt ich quasi für die Accenture arbeiten würde, ja, mal angenommen, ich bin jetzt seit Markus und arbeite für Accenture, ich mache das gleich mehr oder weniger wie die All for One und ich gehe dann auf das Event von der All for One, würden die mich schon erstmal gar nicht da reinlassen. Ja, so geht's schon mal los, ja. Geschweige denn dort Kunden akquirieren für so krasse Größenordnungen. Und wenn ich dann auch noch quasi dort Kunden akquiriere mit höheren Größenordnungen wie die All for One selber, also ich bin von Accenture, ja, also geht überhaupt ein absolutes No-Go. Also im B2B, da wo ich zu Hause bin, seit über 10, jetzt mittlerweile 13, 14 Jahren in Deutschland, davor war ich im Ausland. Und letztendlich verstehe ich nicht ganz hier die Verwunderung, weil es ist ja wohl das Logischste auf der Welt. Ja, also wenn ich vom BMW bin und ich gehe auf eine Veranstaltung von Daimler-Benz und da sind lauter Autos und Daimler-Benz nimmt 1 Million Euro in die Hand, um die Veranstaltungen zu machen, ja, Werbekampagnen, alles Mögliche, um da die Veranstaltung überhaupt in die Gänge zu bekommen, dass überhaupt Leute hinkommen und so weiter. Da habe ich als BMW, weil die Veranstaltung ja von Daimler-Benz, in dem Fall von Dirk Kräuter, ist jetzt Daimler-Benz, der hat die ganzen Kosten. Und ich gehe da jetzt als BMW hin und akquiriere da sozusagen potenzielle Kunden von Daimler-Benz, hole ich rüber zu BMW. Das ist doch völlig klar. Also mich wundert es, dass das überhaupt möglich war. Ja, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja, dass es überhaupt möglich war. Also, weil da hat ja in den vorigen, so wie ich es jetzt verstanden habe, in den vorigen Events ja bereits diese Unsummen hier abgeschlossen. Und irgendwann wurde es halt mal Daimler-Benz, in dem Fall Dirk Kräuter, halt zu blöd. Das ist doch völlig klar. Also, ganz ehrlich, wenn ich eine Veranstaltung, wenn ich Hunderttausende von Euro investiere in eine Veranstaltung oder Millionen Euro Summen, ja, und da kommt jemand und ich sehe, der sozusagen so eine also Art Nutznießer, ja, klaut da irgendwie meine Kunden oder was, ja, ein Mitbewerber, ja, also da würde ich ganz andere Maßnahmen ergreifen, ja, als wie nur ein Verbot erteilen, ja. Würde ich wahrscheinlich sogar ein bisschen oldschool werden, ja, so. Also, das ist immer so viel dazu. Also, hier höchstes Verständnis für diesen Dirk Kräuter hier oder diesen Veranstalter, der hier diese ganzen Kosten trägt, ja. Umsatz generierst. Darum soll es heute in diesem Video einmal gehen. Vorab, es ist ganz, ganz wichtig, im ersten Schritt zu über Okay, ein bisschen Schleichwerbung für einen Kunden. Blick. So, und wenn du jetzt natürlich ein Business hast, dann musst du überlegen, okay, wie sieht mich meine Zielgruppe? Wie möchte ich aussehen, um für meine Zielgruppe passend zu sein? Und so solltest du dich auch kleiden. Ja, beispielsweise, wenn du Fitnesscoach bist, solltest du nicht im Hemd und Sakko und in der Hose kommen, sondern vielleicht in irgendeinem Look, der ähnlich mehr aussieht wie das eines Fitnesscoaches. Ja, das heißt, ein bisschen entspannteres Outfit vielleicht, ein bisschen was Sportlicheres und dieses Verkörpern deines Angebots sollte man quasi schon dir ansehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Yogameister wäre, dann würde ich mir die Haare lang wachsen lassen und würde in irgendeinem esoterischen, mäßigen Look auftauchen, der natürlich auch irgendwas ganz anderes verkörpert als das, was ich gerade tue. Und damit sollte man schon mal direkt starten. Das heißt, du musst selbst überlegen, okay, wie muss ich denn überhaupt auftreten, wie sollte ich aussehen, um möglichst für meine Zielgruppe, die ja vielleicht vor Ort ist bei diesen Events, wirklich spannend auszusehen. Das ist der allererste Schritt. Wenn du dabei Hilfe benötigst, insbesondere wenn es darum geht, da haben wir einen Kurs, den kannst du dir einfach buchen, online und dir anschauen. Da lernst du ganz genau, wie man wirken muss, wie man aussehen muss.
um möglichst, sage ich mal, auch höhere Preise abrufen zu können. Und da geht es nicht nur um das Auftreten von außen, sondern auch um das ganze Auftreten auf der Webseite, wie von der Firmenstruktur her. Zum Beispiel hast du eine Firma in Deutschland, also ein Unternehmen, eine GmbH, was natürlich einen viel seriöseren Eindruck macht, als zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, eine Company in Dubai zu haben, was eher, sag ich mal, einen unseriöseren Eindruck macht im ersten Moment. Und genau, das solltest du auf jeden Fall zu Beginn gleich mal wissen und denken und dir klar machen, und das ist ganz, ganz entscheidend. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar der allgemeinen Strategie. Ja? Die allgemeine Strategie. Es ist so, du musst dir erstmal überlegen, okay, wie läuft dieses Event ab? Und da möchte ich dir an der Stelle ein paar kleine Tipps vorab geben, wie dieses konkret Vertriebsoffensive abläuft. Ich war schon auf sehr, sehr vielen dabei und weiß das halt ganz genau. Es ist ein zweitägiges Event, und immer am ersten Tag, ja, ist es so, dass es zu Beginn halt einen Einlass gibt. Der ist sehr, sehr wichtig für dich, ja, der Einlass. Den musst du dir unbedingt merken. Dann gibt es im ersten Block immer in jedem Tag so eine Art Vorstellung, ja, wo man sich anderen Leuten vorstellen kann. Das heißt, man soll sich da gegenseitig begrüßen und miteinander sprechen. Das musst du auch unbedingt nutzen, den Moment. Und dann gibt es natürlich die Pausen. So. Und natürlich die Vorträge, ja, zum zweiten Block und so weiter und so fort. Bis das Event dann irgendwann vorbei ist, und dann ist halt, sag ich mal, wenn der Abend beginnt, ja, kann man auch noch eine Zeit lang dort verbringen. Und was du jetzt tun möchtest, ist, du möchtest schauen, dass du halt möglichst früh am Tag, der zweite Tag ist im Prinzip, ja, fast identisch, also fast gleich aufgebaut, selbe Blöcke und so weiter und so fort. Also es gibt natürlich noch mehr Blöcke und mehr Pausen, aber ich gehe jetzt gleich noch rein. Also, du willst natürlich zu Beginn des Einlasses möglichst früh da sein, weil natürlich da stehen überall Menschen herum, da sind überall potenzielle Interessenten für dich, und je früher du da bist, ja, wenn du zu Beginn des Einlasses schon da bist, kannst du natürlich ein bisschen auf die Pirsch gehen und ein bisschen schauen, Leute ansprechen und gucken, hey, wer ist denn da vielleicht potenziell für meine Zielgruppe geeignet? Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Slot, den du natürlich nutzen möchtest. Dann zu Beginn des ersten Blocks, hatte ich ja eben erwähnt, gibt es so eine Art Begrüßung. Du sollst irgendwie 5 Minuten lang alle Leute ansprechen, jeder soll miteinander reden, sich erklären, was er macht, Visitenkarten sammeln, ja, macht auf jeden Fall auch Sinn, da zu sein. Dann in den Pausen natürlich super, super wichtig, auch hier möglichst viel Zeit zu verbringen. Und ja, in den Vorträgen ist es so, das ist natürlich nur so eine Art, sagt der Veranstalter selbst auch immer, Gruß aus der Küche, dieses Event, weil es geht ja auch viel darum, sage ich mal, dann neben den Inhalten, die da so ein bisschen gezeigt werden, wenn man das so nennen darf, gibt es dann ja immer diesen Teil, wo der Veranstalter versucht, die Folgeseminare anzubieten. Das sieht man ja auch überall im Internet. Also das war jetzt so ein bisschen abfälliges, dass da nicht so viele Inhalte und nicht so gute Inhalte gezeigt werden. Ich denke mal, die Mischung macht's. Ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da sehr viel gepitcht wird. Ich war bis jetzt nur online bei solchen Veranstaltungen, also Vertriebsoffensive oder wie das da hieß. Mal irgendwie einmal war ich komplett dabei, und mir war das ehrlich gesagt viel zu anstrengend. Also einfach den ganzen Sonntag, den ganzen Samstag. Also da habe ich wirklich auch andere Sachen zu tun. Aber da waren schon auch Content-Blöcke dabei, wo ich sagen muss, ja, da kann man schon einiges mitschreiben, besonders wenn man halt noch nicht so eloquent ist. Ja, also mir ist auch schon ein bisschen fortgeschritten. Ne? Also da war schon einiges dabei. Und interessanterweise hat er allein in dem 9-minütigen Video bis dato sich selber bestimmt schon zweimal gepitcht. Ja? Also einmal hat er seinen Kunden ganz am Anfang gepitcht, ja? Dann hat er irgendwie seine hier mit diesem Ding, diesem Plakat da, indirekt hat er sich dadurch selber gepitcht. Ne? Also wenn ein Kunde von ihm 1 Million macht, dann ist er ja sozusagen, macht er einen richtig guten Job. Hier hat er eine Hochpreis-Branding.de, dann eine Domain von sich selber, also bei Minute 5:52, bei Minute 4:12. Also er hat mindestens 2 Pitches schon gehabt, innerhalb von 9 Minuten. Und das beim Video, wo es darum geht, dass er ausgeschlossen wurde, weil er zu viel pitcht, auf einem Event eines Mitbewerbers, soweit ich das verstanden habe, dem seine Kunden sozusagen mehr oder weniger abgezogen hat, ja, für immense Summen. Und jetzt quasi so ein bisschen negativ
darüber spricht, dass die Veranstaltung selbst nur eine Pitch-Veranstaltung ist. Ja, also ominös, muss ich mal sagen. Inhalten, Also, die da so ein bisschen gezeigt werden. ja, Inhalte, die da so ein bisschen gezeigt werden. Das Gleiche könnte ich eigentlich von diesem Video auch sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Man das so nennen darf, gibt es dann ja immer diesen Teil, wo der Veranstalter versucht, die Folgeseminare anzubieten. Das sieht man ja auch überall im Internet, in den Bewertungen zu dem Event, dass halt extrem stark da gepitcht wird. Natürlich auf die Folgeseminare, ist ja auch richtig so. Es geht ja auch darum, sage ich mal, die Folgeprodukte zu verkaufen bei dem Event. Das ist ja so der Hauptgrund, warum man das überhaupt macht, bei dieser Strategie. Und möglichst viele Leute hinzubringen, um möglichst viel daraus zu verkaufen für die Folgeevents. Hätte das besser geklappt, dann dürfte ich vielleicht heute noch dahin gehen. Also, und weil es halt darum geht, eben diese Folgeevents zu pitchen, kannst du natürlich auch in der Zeit, wo das passiert, ja, zum Beispiel einfach rausgehen. Weil es gibt auch immer draußen sozusagen Menschen, die dort rum entstehen und chillen, ja, sich auch möglichst viel daraus zu verkaufen für die Folgeevents. Hätte das besser geklappt, dann dürfte ich vielleicht heute noch dahin gehen. Also er interpretiert jetzt quasi, hätte der Veranstalter mehr Upsales generiert aus seinen eigenen Veranstaltungen, würde er da heute noch hingehen dürfen. Okay, was ist jetzt das genau für eine Logik? Okay, also hätte quasi der Veranstalter, in dem Fall der Kräuter, noch mehr aus seinen sozusagen noch mehr Kuchen abgeholt von seinem potenziellen Haufen an Interessenten, die er da quasi über seine Werbekampagnen generiert hat auf dieser Vertriebsoffensive, dann also das ist sozusagen die Hypothese, dann wäre er großzügiger gewesen gegenüber ihm, in dem Fall Markus, dass er mehr, dass es auch dann keine Rolle mehr spielt oder nicht so stark, wenn er dann eine Viertelmillion umsetzt für sich selber aus dem gleichen Interessentenpool, der dort vor der Veranstaltung eben existiert. Also das ist jetzt die Logik gewesen, oder wie? Also okay, kann man, muss man mal drüber nachdenken. Also andersrum gesagt, schlussfolgernd, die Vertriebsoffensive hat nicht so gut funktioniert für Dirk Greuther, wie sie vielleicht geplant war. Und deshalb hat man dann genauer hingeschaut, wie viele andere Personen dort für sich selber Akquise machen und die dann ausgeschlossen, wenn sie zu erfolgreich waren. Also ich weiß nicht, naja gut, okay. Eine Viertelmillion ist eine Viertelmillion. Die hätte ja theoretisch sozusagen dann dieser Dirk Greuther hier in dem Fall oder zumindest einen Teil davon abschließen können. Also es ist, wie man es dreht, wendet und dreht, ja. Also hier sind zwei sozusagen Units, also quasi zwei Anbieter, einer der gleichen mehr oder weniger Dienstleistung, ja, die halt am gleichen Kuchen rumzehren. Nur dass der eine Gast war, ja, und der andere Veranstalter Host, ja. Und natürlich der Gast entsprechend sich auch, ja, ich würde mal sagen, gewissen Regeln oder Normen oder auch Behaviors halt unterordnen muss, im Gegensatz zum Host, weil der Host ist derjenige, der das ganze Risiko trägt. Ja? Der Host zahlt die Miete für die Veranstaltung, den Ort und das ganze Marketing drumherum, was weiß ich, wie viel so eine Vertriebsoffensive an Fixkosten bedeutet. Ja? Wahrscheinlich eine sechsstellige Summe, ja, gehe ich mal davon aus. Und deswegen kann ich das nicht so 100%ig jetzt hier nachvollziehen. Also, und weil es halt darum geht, eben diese Folgeevents zu pitchen, kannst du natürlich auch in der Zeit, wo das passiert, ja, zum Beispiel einfach rausgehen, weil es gibt auch immer draußen sozusagen Menschen, die dort rum entstehen und chillen, ja, sich auch unterhalten, die mal gerade eine Pause brauchen von dem Content und draußen dann stehen und sich unterhalten. Und du kannst einfach dich dazustellen, dich mit ihnen unterhalten und auch hier wieder wunderbar Interessenten gewinnen und potenzielle Abschlüsse. Ja, das ist ja immer das, was ich sage bei diesen ganzen Communities und Coaching-Programmen und sonstiges. Das ist ja alles schön und gut. Das ist ja auch, ich glaube, auch im Sinne Dirk Kräuters, wenn du jetzt halt auf seine Vertriebsveranstaltung gehst und dort, sagen wir mal, Fitnessprodukte verkaufst, ja? Also, du bist Fitnesscoach oder du bist Dating-Coach oder,
was weiß ich, Gartengestalter oder Milchbauer oder was weiß ich, ja, und verkaufst dort deine Milch oder sowas, ja, dann sind es ja Komplementärgüter, ja, also jemand, der sich im Vertrieb weiterbilden möchte, möchte vielleicht auch gleichzeitig fitter werden oder auch gleichzeitig eine tolle Freundin finden, ja, das schließt sich ja nicht aus. Aber wenn der Veranstalter quasi Vertriebscoaching bietet, ja, und in dem Fall Markus auch Vertriebscoaching bietet, ja, dann schließt sich ja das gegenseitig aus. Ich will ja nicht zwei Vertriebscoaching gleichzeitig buchen, ja. Und das ist ja der ganz große, das ist ja das, wovon ich immer wieder spreche, ja, dass ich quasi immer wieder in diesen Masterminds und Masterclasses und überall, wo ich auch schon mit drin war, immer wieder mich eingekauft habe, dass ich da tolle Peer Groups drin habe, die aber zum Drittel, zum Viertel, zu 20, 25, 30% oder manchmal nur 10%, je nachdem, direkte Mitbewerber sind. Das heißt, ich erzähle da schon meine Strategien und dann hört da irgendwie so eine Art Mitbewerber mit und er setzt die Strategien. Der hat vielleicht 10-mal mehr Kapital und er setzt die Strategien eben 10-mal schneller um wie ich. Ja? Und dann habe ich dort meinen, also das ist ja quasi geistiges Eigentum, was ich ja da teilweise von mir gebe in diesem Coaching. Und das ist das gleiche Prinzip, ja. Wenn ich in einer Veranstaltung drin bin und ich habe komplementär was zu bieten, dann ist das eine Sache. Wenn ich aber quasi kompetitiv was mit zu bieten habe, dann ist es wieder eine völlig andere Sache, ja. Es ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen, oder? Generieren. Und das ist eigentlich die ganze Zeit so. Und dann gibt es natürlich abends noch, wenn das Event vorbei ist, die Möglichkeit, auch lange Zeit sich mit Interessenten auszutauschen. So, jetzt haben wir einmal hier grundsätzlich gesagt, okay, das sind die Zeitslots, wo es Sinn macht, sich natürlich zu bewegen und mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die es dort gibt, vor Ort zu unterhalten. Das Gleiche gilt natürlich für den Tag 2 komplett identisch. Ja? So, jetzt ist der Punkt allerdings, wie geht man allgemein vor bei dieser Strategie? Du musst dir das Ganze folgendermaßen. So, jetzt bin ich gespannt. So, jetzt kommt die absolute Strategie. Vorstellen. Ja, ich werde häufig gefragt, hey, wie soll ich das denn machen? Wir haben jetzt einfach mal hier zwei Zeitstrahle, um das zu vergleichen. Mal hier Zeit T. Ja, sagen wir, hier ist der Beginn des Events. Jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man vorgeht. Häufig werde ich gefragt, hey, was soll ich denn machen, wenn jetzt jemand bei mir was kaufen will? Soll ich jetzt direkt versuchen, dem dann was zu verkaufen auf dem Event? Und dann würden die meisten natürlich sagen, ja, voll geil, musst du abschließen, macht voll Sinn. Aber das macht nicht so viel Sinn tatsächlich. Viel mehr Sinn macht es, anders vorzugehen. Und zwar folgendermaßen. Wir haben jetzt zum Beispiel den Einlass, ja, habe ich ja eben gesagt. Der findet ist jetzt zum Beispiel hier. Ja. So, und jetzt haben wir zum Beispiel, einfach nur um das mal zu vergleichen, den ersten Block, ja, dann ist wieder hier eine Pause. Wenn du jetzt so vorgehst, ja, dass du sagst, hey, pass auf, ich bin jetzt an diesem Punkt hier in der Zeit gerade und habe jetzt hier einen Interessenten potenziell kennengelernt und ich will ihn jetzt sofort abschließen, ja, dann dauert das vielleicht einen Moment und es passiert sogar wirklich und du gewinnst den Kunden. Wie man das macht, da gehen wir gleich drauf ein. Es geht jetzt einfach nur mal rum. So, dann beginnt jetzt hier der erste Block. Das ist schon mal blöd, weil natürlich mitten im Gespräch, ja, es geht jetzt los, ich muss jetzt weg, könnte es natürlich auch passieren, dass du keinen Abschluss gewinnst. Das heißt, du hast jetzt hier Zeit sozusagen verloren. Jetzt bist du irgendwann draußen, hältst dich draußen mit irgendjemandem, versuchst dir was anzubieten und so weiter und so fort. Vielleicht kauft er. Jetzt bist du wieder hier. Hier hast du jetzt ein paar Visitenkarten gesammelt, ja, drei Stück. Jetzt bist du hier draußen wieder, willst du jemandem was verkaufen? Hat auch nicht geklappt, dann sammelst du hier eine Visitenkarte. Hier willst du wieder was verkaufen und so weiter, ja. Du merkst, was jetzt passiert, ist, du hast jetzt hier im Prinzip eine Person, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Personen, mit denen du jetzt tatsächlich interagiert hast im Laufe eines Tages. Ist schon mal sehr, sehr gut, weil du traust dich ja was, du möchtest Leute Interessenten gewinnen oder Kunden gewinnen, versuchst sie direkt abzuschließen. Das heißt, hier oben ist jetzt die Variante, wenn man versucht, direkt abzuschließen. Was ich immer gemacht habe, was halt taktisch viel, viel besser funktioniert und was wir auch unseren Kundinnen und Kunden übrigens schon seit Jahren mitgeben, ja, das ist jetzt wirklich In-Depth-Material natürlich auch und wie ich darüber denke. Deswegen möchte ich das halt hier einmal teilen, ausführlich. Einfach um so vielen Menschen von euch da draußen zu helfen, wie nur möglich. Ist folgendes. Und zwar, wenn ich jetzt beim. Also, den müssen wir jetzt nochmal anschauen.
übrigens schon seit Jahren mitgeben. Ja, das ist jetzt wirklich in-depth Material natürlich auch und wie ich darüber denke. Deswegen möchte ich das halt hier einmal teilen, ausführlich. Einfach um so vielen Menschen von euch da draußen zu helfen, wie nur möglich. Also den Gesichtsausdruck, ja, der lässt vermuten, dass er letztendlich nur möchte, er ist ausgeschlossen worden, dass jetzt dort möglichst viele Leute hingehen und das Gleiche machen wie er. So ein bisschen als Retourkutsche. Das konnte ich ja so vom Gesicht sehr, sehr leicht ablesen. Ja. Die Frage ist halt, was würde er sagen, wenn Leute das Gleiche mit ihm machen? Ja, also zu seinen Veranstaltungen. Und dort Kunden abziehen, abgreifen. Ist folgendes. Und zwar, wenn ich jetzt beim ersten Block, beim Einlass hingehe und jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Visitenkarten sammle von potenziellen Interessenten. Ja, also ich mache jetzt hier relativ viele Kontakte, weil ich einfach mich darauf fokussiere, nicht sofort einen Kunden zu gewinnen, sondern möglichst viele Menschen aus meiner Zielgruppe zu finden und die anzusprechen. Wie das geht, da gehen wir gleich drauf ein. Ja, dann habe ich natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, habe ich tatsächlich 8 Kontakte schon gesammelt, also quasi identisch so viel wie hier oben in der ersten Variante. So, wenn ich jetzt hier im ersten Block bin, sammle ich hier natürlich am Anfang auch wieder 3, 4 Visitenkarten, weil da ist ja sowieso dieser Slot, wo es darum geht, andere anzusprechen. Jetzt sagen wir mal, okay, ich habe jetzt hier die gesammelt, 2 Stück. So, machen wir besser mal so. Dann sagen wir mal, okay, ich habe mit 4 geredet und nur 2 Leute waren relevant für mein Angebot. Dann sind das immerhin immer noch 2 Menschen, die für mein Angebot relevant sind. So, jetzt gehe ich irgendwann hier mitten vom Vortrag raus und halte mich draußen mit ein paar Leuten. Habe ich hier nochmal 3 Kontakte gemacht. Dann geht es wieder los. Pause. Zack, 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 zack. Ich meine, ihr könnt auch zum Beispiel essen während des Blogs. Es gibt keinen Grund, in der Pause zu essen. Und kann wieder hier Kontakte sammeln. So, und das Ganze immer so weiter und so fort. Wenn sich jetzt irgendwo während eines Blogs zum Beispiel das anbietet, dass ihr vielleicht gerade da rumsteht und jemand kommt zu euch, gibt euch ganz eindeutige Kaufsignale, dann kannst du auch wirklich mal hingehen und sagen, hey, ich versuche einfach direkt abzuschließen. Ja? Natürlich solltest du auch wissen, wie das geht und wie man das konkret macht, ja? Damit es halt schnell funktioniert und nicht so lange dauert, zum Beispiel wie dort oben. Aber das wäre halt zum Beispiel dann okay, das zu machen, weil du halt alternativ jetzt nicht gerade in der Lage wärst, viele andere Kontakte zu sammeln. Noch besser das Ganze natürlich.